Classic Rock Radio Future Rock 2018. Bei mir sind jetzt Marcel Staub, Sänger von der Band Samara, und der Drummer Johannes Fettes. Hallo ihr zwei. Ja, hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ihr freut euch bestimmt, dass ihr unter die 10 besten Bands gekommen seid, um den Titel Classic Rock Radio Future Rock Band 2018 zu bekommen vielleicht, ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ihr habt ja auch schon einige Erfahrung als Band. Erzähl mal ein bisschen. Ja, uns gibt's schon ein bisschen länger. Ja, uns gibt's schon über 10 Jahre, und wir haben dann natürlich auch schon öfters mal Support von größeren Bands gespielt, also ansatzweise größeren Bands. Ne? Zum Beispiel Emil Bulls waren dabei, Walls of Jericho. Ja, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Ja, und da kommt man halt so ein bisschen rum, Festivals, Club-Gigs und so weiter. Ihr seid ein Trio und ihr macht Rock-Metal. Ist das richtig? Ja, ich weiß es nicht. Alternative Rock, Metal, irgend sowas in der Richtung. Ja, es ist schwer, mal seinen eigenen Stil irgendwie zu beschreiben. Ne? Also, ja, irgendwo eine Mischung daraus, ja. Du als Drummer bist auch schon von Anfang an dabei? Nee, ich bin eigentlich erst seit einem Jahr dabei. Ja, ein Jahr. Wo hast du vorher gedrummt, oder ist das die erste Band, bei der du trommelst? Oh nee, ich habe verschiedene Bands schon vorher gehabt. Aber die waren halt eben meistens bei mir in der Gegend im Trierer Raum. Die letzte Band eigentlich, wo ich komplett ein paar Jahre war, war Somus zum Beispiel. Und andere auch Coverbands. Wie ist es mit dem Songschreiben? Wer macht das? Wer übernimmt das bei euch? Der Marcel hat meistens irgendeine Idee. Und mit Johannes läuft es relativ cool. Ich komme dann einfach nur mit einer Gitarrenidee und sage: Johannes, spiel mal was. Er spielt dann was, und meistens passt es dann sehr gut. Ne? Ja. Und wir arbeiten dann zusammen dran rum und dann geht's ins Studio aufnehmen. Ihr habt euch ein Lied ausgesucht, mit dem ihr euch gerne vorstellen möchtet. Das heißt Herzeleid. Das erste deutsche Lied, das ihr gemacht habt. Das ist tatsächlich das erste deutsche Lied. Das war mal was Neues, war mal was zum Ausprobieren, weil momentan ist ja deutsche Musik tatsächlich mehr gefragt als die zuvor. Mhm. Und da war das mal so ein Versuch gewesen. Ne? Und es ist auch ein bisschen ruhiger, ne? Es ist ein bisschen ruhiger, ist natürlich dann perfekt fürs Radio geeignet. Auf den Song bin ich mal gespannt. Den hören wir uns in der nächsten halben Stunde natürlich auch noch an. Und da quatschen wir auch noch ein bisschen weiter über euch und eure Band Samara. Und für Samara könnt ihr natürlich auch jetzt schon voten auf classicrock-radio.de. Und für die anderen Bands natürlich auch. Die sind alle schon online gestellt. Klickt mal rein. Classic Rock Radio Future Rock 2018. Präsentiert vom neuen Yamaha Pro Audio Center in Saarbrücken. Musikhaus Knopp, Futterstraße. Classic Rock Radio, Future Rock 2018. Heute stelle ich euch die Band Samara vor. Marcel Staub, der Sänger, und der Drummer Johannes Fettes sind bei mir. Wo kann man euch denn in nächster Zeit live mal erleben? Live erleben kann man uns nächsten Monat am 7.7. auf der Rockbühne St. Ingberter Stadtfest. Und dann auch wieder im August, da sind wir in Bad Kreuznach. Dudelsack heißt die Location. Gibt's dann so ein Ritual, was ihr immer so macht vorm Auftritt, um euch ein bisschen Mut zu machen? Ich denke, ihr habt bestimmt auch noch Lampenfieber, oder? Nach 10 Jahren. Tatsächlich gibt es da Lampenfieber, ja. Also ich, aber Ritual habe ich da jetzt nicht wirklich. Also immer kurz ein bisschen zurückziehen, kurz vielleicht nochmal frische Luft schnappen und eine Banane essen oder so. Eine Banane? Genau. Andere trinken noch ein Schnäpschen davor. Ihr esst eine Banane. ein paar Kohlenhydrate braucht man immer vorher. Und nach den Konzerten seid ihr dann irgendwie auch nah bei den Fans? Geht ihr da ein bisschen raus und quatscht noch ein bisschen mit denen, oder schottet ihr euch da ganz ab? Ja, natürlich. Also wir sind dann immer noch irgendwo in dem ganzen Getümmel noch mit dabei und labern dann mit den Leuten. Macht immer Spaß dann natürlich. Ne? Man bekommt natürlich auch gern mal gelegentlich ein Kompliment zu hören, ne? Ist klar. Aber es macht tatsächlich Spaß, unter den Leuten zu sein. Also ja. Vor allem bei Festivals, dann draußen zu sein, bei schönem Wetter, es gibt ja nichts Schöneres, ne? Da will man ja auch ein bisschen Feedback, ne? Genau. Oh je, da habt ihr mir jetzt was erzählt. Wäre doch geil, wenn jetzt alle eure Fans zum nächsten Konzert mit einer Banane kämen, ne? Die dann aber bitte nicht auf die Bühne schmeißen. Wir haben eben schon drüber gequatscht. Das erste deutschsprachige Lied, das habt ihr euch ausgesucht für euer Online-Voting. Ihr macht sonst aber englischsprachige Musik. Genau, ja. Hauptsächlich Englisch, also eigentlich nur Englisch bisher. Ich fand immer, es ist einfacher zu singen. Also nicht wegen den Texten, sondern einfach, weil es einfacher zu singen ist, weil es eine weichere Sprache ist irgendwo. Und das Deutsch klingt doch immer sehr, ich sag mal, hart. Ne? Außer bei Herzeleid. Bei Herzeleid wird es dann ein bisschen weicher. Ne? Man hört es schon am Titel, genau. Hast du ihn ja schon angehört? Ich habe ihn mir schon angehört, ja. Teilweise.
Die Strophen gehört. Und dann musstest du abschalten, ne? Hast du geweint? Nee. Oder gelacht? Nee, ich habe mich gefragt, ob das autobiografisch ist, der Text. Der Text ist tatsächlich autobiografisch, ja. Wer hat's geschrieben? Ja, Johannes. Nee, ich hab's geschrieben. Also es geht da um eine Herzschmerzgeschichte. Es geht um eine Herzschmerzgeschichte, ja. So ein Lied eignet sich natürlich prima, sowas irgendwo zu verarbeiten, ne? Mhm. Hab ich mir mal gedacht, hab's dann geschrieben und hab's Johannes gezeigt. Er meinte, ja, ist doch cool. Text ist zwar ein bisschen weich, aber bist halt ein Weichei, ne? Und daher. Aber der Schmerz ist jetzt vorbei. Der Schmerz ist vorbei, genau. Auch wenn du das Lied immer wieder mal singst. Auch wenn ich es immer mal wieder singe, ist der Schmerz jetzt mal weg, ne? Also mobilisiert alle eure Fans da draußen. Ja, ne? Macht mal einen kleinen Aufruf für euch, damit die für euch voten auf classicrock-radio.de. Leg mal los. So, also votet für uns, wenn ihr wollt, dass wir hier als Sieger rausgehen, und unterstützt uns. Und wir sind euch sehr dankbar. Besucht unsere Konzerte, besucht uns bei Facebook auf unserer Homepage www.samara.de. Wir freuen uns immer riesig über Feedback, über Likes und natürlich über Live-Besucher. Hier sind Samara mit Herzeleid. Classic Rock Radio Future Rock 2018. Präsentiert vom neuen Yamaha Pro Audio Center in Saarbrücken. Musikhaus Knopp, Futterstraße.